This was definitely Lily's place. Oh, ich hätte das Licht erst anlassen sollen. Verdammt. Polen zur Zeit des Weltkriegs wird alles Schutzbunkerbereich sein. Ja, was krass groß, ey. Guck mal hier. Oh, ich hätte mich ärgert gerade mit dem Licht. Das tut mir echt leid. Auch schon wieder Wasser. Nein. Ganzen Schmetterlinge. Stimmt. Schaut mal. Kennt ihr diese Faltbilder? Oh Gott. Oh, Lily. Kennt ihr diese Bilder? Die hat man früher gefaltet, in Papier gefaltet. Dann hat man auf die eine Seite oder in die Mitte, glaube ich, Tuschfarbe oder irgendwas genommen und, glaube ich, zusammengefaltet und dann halt verwischt. Und dann passiert halt diese Verwischung und dann konntest du meistens echt einen Schmetterling daraus machen. Aber schaut mal hier. Er hier sieht schon sehr komisch aus. Hier sieht es aus wie eine Motte. Das ist ganz weird. Das ist ein Schmetterling. Das ist weird. Motte. Das ist auch echt weird. Und schaut mal ihn hier. Was erkennen Sie an diesem Tintenklecks? Ja, das ist eine gute Frage. Oh mein Gott. Oh. Alleine. Oh, ich muss diesen... Oh, Entschuldigung. Oh. Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, etwas Spiritualität, das ist alles. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal, der Raum ist bereit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz alleine sein. Es ist einfach so verdammt schön. Oh, danke. Danke, danke, danke euch. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Imagine being locked up in this place. Having a needle shoved in your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Ich weiß ja nicht, ob ich das schön finden würde, in so einem Raum allein zu sein. Ja, ich auch nicht. Ah, muss hier Prost strichen in der Landschaft. Ikonisch. Ikonisch, das ist ja echt schrecklich. Again with the salt. The whole room is lined with it. Das ist voller Salz. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Ein Bannkreis aus Salz, da hätte man drauf kommen können. Ja, also ich glaube auch schon, dass jemand, der... Oh, das sind echt gruselige Tiere mit den roten Augen. Scheiße. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand sich ja versucht hat, einen Bannkreis zu machen, weil wegen Geister und Dämonen. Ich sag nur Phasmophobia. Ja. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Wer? Ich bekomme gerade nicht mit. Ist das nicht eigentlich hier von Thomas und Lily? Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Oder wer? Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Thomas hat Lily hier unten eingesperrt. Verstehe ich das gerade richtig? Hat Thomas Lily hier unten eingesperrt? Kann das sein? Oh, Gefriertemperatur. Mein Atem gefriert. Möglich, um sich vor dem Dämon zu schützen. Schreib jetzt schon, ja.
Schreib ins Buch. Warte, bevor ich mich hier verlaufe. Oder verkaufe. Hier komme ich gar nicht, eh nicht weiter, okay. Oh, das wäre ja was für die Adventure Buddies zum Erkunden, ne? Schrecklich. Oh, kann ich nicht. Okay, ich darf nicht zu viele anmachen, sonst fliegt mir, glaube ich, die Sicherung wieder raus, ne? Oder kann ich alle aktivieren? Ah, shit. Too much power. Okay. Hey, ein Rätsel. Ich freue mich. Machen wir erstmal so. Ist immer noch rot, ne? Okay, ein kleines Rätselmetzel. Jetzt, Wendler, die habe ich doch gerade gefunden. There be light. Ich habe Licht gemacht. Ich habe Licht gemacht. Ich habe keine Ahnung wie. Und ganz zufällig gehen natürlich alle Türen auf. Ja, ist klar. Nice decor. Very minimalist. Oh. Denkt mal, wo haben wir angefangen bei diesem Spiel? In der Wohnung von Jack. Da sind wir auch alles durchgegangen, was Küche und so anging. Oh, und jetzt machen wir das hier auch. Blick, als es funktioniert hat, er sagt. Tanne sprach, es werde Licht. Und es war Licht. Oder Jesus fand den Schalter nicht oder so ähnlich. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Wieso willst du das? Better get to it, Alice. Wer ist denn jetzt Alice? Könnt ihr mich mal aufklären? Wer ist denn jetzt Alice? Nur ich und sie. Es ist jetzt still. Nur ich und sie. Nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam an, aber auf eine gute Art. Wie es sein sollte. Ich genieße das besser, solange es geht. Ich habe bereits damit begonnen, die Werkstatt ins Hotel zu verlegen. Wenn etwas passiert, will ich nicht, dass sie in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Es kann nur eines von zwei Enden nehmen. Entweder kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Ganz nett hier. Hm. Huh. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Jedenfalls ein Raucher, würde ich sagen. Okay. Okay, here's one. So far, so good.
Ist mir zu gruselig. Sorry. Heute 3,2,1 Main, früher wohl 4,21 Pol. Was? Zwentle, was? Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. Es ist aber richtig, dass ich so denke, dass hier Thomas hier unten war? Oder verstehe ich das falsch? Auf Distanz. Sie hätte mich heute beinahe gesehen, mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss Abstand halten. Es ist nur durchgestrichen. Ich habe durchgestrichen. Kein Tag vergeht, an dem ich nicht an sie denke. Ich glaube, durchgestrichen. Ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich so weit ist. An dem sie entdeckt, was sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein, Angst haben. Ich sollte für sie da sein, damit sie das alles versteht. Um ihr zu sagen, dass es alles in Ordnung ist. Nein! Sie wird es schaffen. Sie ist stark, genau wie ihre Mutter. Ach so, da erschien stand 421 Pull. Ach so. Oder redet, ist das Thomas, der das alles gerade schreibt und er redet von uns? Also von Mary Ann? Notizen eines besorgten Mannes. Das sind alles Thomas-Notizen. Kann das sein, dass wir hier waren? Nein. It's the last goodbye. Funeral home. Jack Orkin. Don't. Die Visitenkarte von Jack. Und Thomas hatte uns angerufen. Bestattungsinstitut. Der letzte Abschied. Jack Orkin. Telefonnummer 12644-6433. No. Nein. Thomas hat hier noch gelebt? Lebt Thomas noch? Another one. Wow. Ich freue mich schon. Total. This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? Thomas noch? Oh, ich habe mich gerade Gänsehaut bei dem Gedanken irgendwie. Lebt Thomas noch und ist Thomas total. Ihr verdreht es gerade ein wenig. Thomas wohnte da unten mit Lilly und hat da. Und Lilly hat er da eingesperrt. Okay. Weil wir sind ja. Wir hatten ja eine Gehirnerschütterung, deswegen sind wir bei Jack aufgewachsen. Aber anscheinend ist Thomas ja älter. Also, ne? Thomas hat Lilly da unten eingesperrt, um sie zu schützen, um sie zu kontrollieren. Ich weiß es nicht. Aber Lilly ist ja tot. Briefe musste ich auch dreimal lesen, damit ich das verstand. Ja, man kommt sie ein bisschen durcheinander, ne? Das ist halt so schade. Okay, danke dir, Pastellfuchs. Dankeschön. Hypothese, eine Hypothese. Hypothese.
Nach einem traumatischen Erlebnis kann sie die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden auszuhalten, durchgestrichen, zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander freundlich, nein, wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man die eine Hälfte, ohne die andere zu verletzen? Was, Tellfuchs, meinst du, Lilly hatte auch diese Gabe, wie wir und Thomas? Das Spiel, haben sie gesagt. Es ist ein tolles neues Spiel. Es ist ein toller neuer Effekt. Es ist eine tolle Grafik, haben sie gesagt. Kein Kommentar. Okay. Kein Kommentar. Das ist auch voll in Ordnung. Gut, hier haben wir gerade schon alles durchgeguckt. Habe ich jetzt genug Spiegel? War ich hier schon drin? Ja. Irgendwie muss sie ja diese Gabe gehabt haben. Sie hat ja auch das Monster manifestiert, ja. Stimmt. Uiuiui. Mir habe ich Angst davor, dass Thomas vielleicht noch lebt. Und er muss den Spiegel zerbrochen haben. Okay, eins fehlt mir noch. Okay. Ich bin auch immer noch super überrascht, wie krass lange dieses Spiel noch geht. Das ist ja der übelste Shit. Und andererseits denke ich so, also ich bin begeistert, dass das Spiel so lange ist. Weil ich glaube, das kostet wie viel? 40 oder 60 Euro das Spiel? Und man bekommt ja echt was geboten. Allein von der Grafik ist das ja schon Porno. Und andererseits denke ich mir so, ich hätte gerne. Ich mach das Radio nicht an, das kannst du vergessen. Ich würde gern fertig sein mit dem Spiel. Ich brauche noch eine Spiegelscheibe, eine kleine Spiegelscheibe. Hm. 50 Euro auf Steam. Ja, okay, guck mal, weil da lag ich doch gar nicht mal so schlecht mit 40 bis 60 Euro. Genau. Ich habe mich da auch ein wenig aufgeregt, dass ich den Beitrag von Game 2 gesehen habe, weil die es leider etwas negativ dargestellt haben. Es war leider zu persönlich auf die Sicht des Testers gemacht worden, der selbst andere Ansprüche an so ein Horrorspiel hat. Ja, das ist immer so, es ist schwierig, Test-Reviews anzugucken. Deswegen, da tue ich mich auch mal ganz schwer, sowas anzugucken. Ich gucke mir meistens das dann nur an, wenn ich das Spiel wirklich nicht spielen möchte oder ultra neugierig bin.
Aber ich finde das Spiel gut. Ich würde mal sagen, gerade im aktuellen Punkt, wo ich jetzt bin, ne? Ich finde es gut, dass es so lang ist. Aber andererseits denke ich mir auch langsam, sobald so. Ne, das ist. Möchte ich gerne mal. Ne, langsam mal das Ergebnis bekommen von diesem Spiel. Vielleicht bin ich auch dazu ungeduldig, aber irgendwann. Ne, also, ich muss mir das mal von Game 2 angucken. Mal gucken. 54 Deluxe Edition. Ah, krass, okay. Ah, danke, Monken. Das war von Dings wahrscheinlich, ne? Von Svendle. Ist da ein Fernseher, der da. Ist das. Ja, Azratus, das ist ein Fernseher. So sahen die früher aus. So sahen die, glaube ich, so ganz krass in Polen und so auch aus. Früher gab es Röhrenfernseher. Früher gab es Röhrenfernseher. Keine Flachbildschirme wie heutzutage mit LED oder. Hast du nicht gesehen? Ich könnte dir eine Prozentzahl sagen, wie weit du bist. Was hey, Fuchs, ich glaube nicht. Ich war, wenn du mir jetzt eine Zahl sagst und ich mehr erhofft hatte, vielleicht, bin ich enttäuscht. Und deswegen lasse ich das einfach auf mich zukommen, würde ich sagen. Ne? Also. Ich weiß aber immer noch nicht, wo der fehlende Dings ist. Also hier kann ich ja auch nichts machen, ne? Nee. Hier auch nichts. Nee. Er steht sogar noch bei mir oben auf dem Dachboden. Ja, geil. Finde ich auch super lieb, was Fuchs. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt immer noch diese blöde Glasscheibe finden. Ich glaube auch Azratus. Das kannst du machen, Pastelfuß. Flüster das ruhig dem Monkel mal. Okay. Ich weiß aber nicht jetzt, wo die letzte und dritte Scheibe sein soll. Glasscheibe. War ja auch nichts. Ich habe alles abgesucht. Wenn der Flachbildschirmfernseher war so dick wie 5 von heute. Ah, ja, bestimmt. Es gibt auch schon erste Flachbildschirmfernseher, die sich aufrollen lassen, glaube ich. Hier haben wir nur Medikamentenkrams. Wo ist diese blöde dritte Glasscheibe? Das kann doch nicht sein. Das Buch hatten wir schon. Habt ihr eine Idee, wo die sein können? Also ich bin jetzt ja alle irgendwie alle Räume durchgegangen, bis zum geht nicht mehr. Aber der Vorteil an den alten Dingern war, dass sie wesentlich stabiler waren. Ja, das stimmt. Wenn heute ein Flachbildfernseher runterfällt, dann war es das vermutlich. Ja.
Das stimmt. Und das Gute an diesem Röhrenfernseher ist ja auch, du kannst da halt dann noch die N64-Zeugs draufspielen. Wenn du es jetzt an so ein QLED anschließt, so eine N64, ist ein bisschen Aua an den Augen. Okay, ich finde keine blöde. Okay. Da ist sie. This should be enough. Let's make magic happen. Ja, wunderbar, ich freue mich. Wir gehen ja gerne in die Anderswelt, ne? Das bringt ja so einen Spaß. Oh, schön. Guck mich doch nicht so And an. there it was. The moment we finally met.